Boris Pistorius ist ein gefragter Politiker, kenntnisreich und vor allem er ist meinungsstark, um eine pointierte Bemerkung nie verlegen. Womöglich ist jetzt, da auf ihn die Kritik hereinprasselt, auch ein wenig Häme dabei, denn von der FDP klingt es so. Wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, durch die sozusagen Oberfläche durchstößt, dann merkt man, da ist nicht viel Substanz. Und das bestätigt sich jetzt hier auch wieder, dass er hier eben das große Wort geschwungen hat, aber in der Sache selber nicht das getan hat, was er hätte tun müssen und was ihm möglich gewesen wäre, auch zu tun. In der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge soll es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Hunderte zu Unrecht erteilte Asylbescheide. 2016 schon schlug Pistorius deswegen Alarm, schrieb an den BAMF-Chef in der Zentrale in Nürnberg, es geschah nichts. Als die BAMF-Affäre im Mai aufflog, stand Pistorius in der Reihe der Ankläger ganz vorn. Dabei kommt jetzt heraus, ein Jahr zuvor hatte er selbst weitere Insider-Informationen über das Ausmaß der Zustände in Bremen erhalten, war damals aber im Urlaub. Pistorius leitete die Mail weiter an Mitarbeiter im Innenministerium. Für uns bleibt völlig offen, warum der Innenminister nicht nach seinem Urlaub dann nochmal nachgefasst hat. Er selbst hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt, sich öffentlich zum vermeintlichen Skandal im Bremer BAMF geäußert. Und dann muss er sich schon die Frage fallen lassen, was er eigentlich frühzeitig getan hat, um dem tatsächlich nachzugehen. Ärgerlich nennt es Pistorius, dass ihm die Mail nach der Rückkehr aus dem Urlaub nicht mehr vorgelegt wurde. Ein Bürofehler, über den intern noch zu reden sei. Er schiebt einmal mehr, auch das kennen wir aus der letzten Legislaturperiode, wenn dann Fehler passiert sind, diese auf das Versagen einzelner Mitarbeiter. Auch das ist ein Muster, was wir sehen. Und das halte ich auf Dauer nicht mehr für überzeugend. Nachlässigkeit in einem so zentralen Bereich, wo es um so zentrale Entscheidungen und einen so zentralen Debattengegenstand geht, zu dem sich Herr Pistorius selber geäußert hat, da ist also eine Nachlässigkeit schon besonders problematisch. Boris Pistorius teilt gern aus, er kann unglaublich scharfzüngig sein. Dass er mehr über den BAMF-Skandal hätte wissen können, aber nichts tat, nagt sicherlich an ihm. Und er muss jetzt wohl auch lernen, einstecken zu können. Fragen wir nach beim Innenminister, der uns zugeschaltet ist aus Bad Iburg. Herr Pistorius, wünschen Sie sich im Nachhinein, die Pannen in der BAMF-Affäre nicht so lautstark kritisiert zu haben? Nein, auf keinen Fall. Meine Kritik an dem, was dort und dem BMI passiert ist, war und ist berechtigt. Aber wer so pointiert kritisiert wird wie ich, der muss halt damit leben, dass wenn so eine Panne dann bei mir in meinem Büro passiert, dass er dann auch kritisiert wird. Das muss ich hinnehmen. Jetzt gab es ja diese wichtige E-Mail in Ihrem Ministerium. Welchen Stellenwert hat die denn? Da ging es um die Bremer BAMF-Affäre. Was hat das jetzt für eine Bedeutung für Sie im Nachhinein? Ja, für mich hat es eine ganz einfache Bedeutung. Der Vorwurf, der heute erhoben wird, ich hätte da was vertuschen wollen, der ist deshalb aus zwei Gründen absurd, weil ich derjenige war, der im September 16 den Stein ins Rollen gebracht habe, zusammen mit dem Regionspräsidenten der Region Hannover, als es um merkwürdige Fälle aus der BAMF-Außenstelle Bremen gab. Damals habe ich den damaligen Präsidenten angeschrieben und auf Missstände mit großem Ärger und mit deutlichen Worten hingewiesen, unter anderem auch eine betroffene Anwaltskanzlei genannt. Also aus diesem Grund ist der Vorwurf der Vertuschung schon absurd. Aber er wird noch absurder vor dem Hintergrund der politischen Situation im Sommer letzten Jahres. Wir hatten Bundestagswahlkampf. Ich habe auf Bundesebene für Martin Schulz im Bereich Innenpolitik mit Wahlkampf gemacht. Die Vorstellung, dass ich mir eine solche Steilvorlage, die sich dadurch ergeben hätte, einfach verschenke, die passt einfach nicht zu mir. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und von daher ist dieser Vorwurf schlicht absurd. Mich ärgert deshalb umso mehr selbst, dass diese Mail mir nicht wieder vorgelegt worden ist nach dem Urlaub, weil dann hätte ich sie wunderbar verwerten können. Das ist nun leider unterblieben. So wie ich die Kritik verstehe, geht es da auch weniger um die Vertuschung, sondern genau darum, dass Sie die Mail eben nicht weiter verfolgt haben, der Sache nicht weiter nachgegangen sind und genau das ja dann auch in der BAMF-Affäre, als die so richtig brodelte, immer wieder kritisiert haben. Naja, zum Zeitpunkt, als diese Mail kam, lief ja meines Wissens die Innenrevision schon, die interne Überprüfung beim BAMF, unter anderem angestoßen durch meinen Brief. Ob jetzt die Kenntnisse aus dieser Mail zu wesentlich anderen Ermittlungen geführt hätten, kann ich nicht beurteilen. Klar ist aber, dass ich diese Mail wie üblich, wenn ich im Urlaub bin, weiterleite, um sie nicht im Urlaub bearbeiten zu müssen.
was ja auch, ich glaube, zugestanden ist. Und habe dann, kann dann normalerweise darauf vertrauen, weil es immer klappt, dass mein Büro mir das dann nach dem Urlaub unmittelbar vorlegt und wir darüber reden. Das ist in diesem Fall nicht passiert. Das wird schwer aufzuklären sein. Das ärgert mich aber, wie gesagt, selbst am meisten, weil es politisch natürlich eine Riesenchance gewesen wäre im Bundestagswahlkampf und auch deutlich zu machen, dass ich mit meinen Verdachtsmomenten, die ich im September 16 geäußert habe, richtig lag. Also die Öffentlichkeit kann mir glauben, niemand ärgert sich mehr über diesen Fehler als ich selbst. Und welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen, dass diese brisanten Fragen und Informationen dann verschütt gegangen sind? Ja, wir werden jetzt versuchen zu klären, ob das noch aufklärbar ist. Das scheint nicht so zu sein, weil routinemäßige Löschungen, zu denen wir verpflichtet sind, nicht mehr nachvollziehen lassen, an wen die Mail weitergeleitet worden ist. Aber wir werden die Mechanismen im Büro aufarbeiten. Auch wenn ich noch mal hinzufügen muss, es hat in der vergangenen Legislaturperiode, seit ich im Amt bin, keine nennenswerten Pannen gegeben bei der Bearbeitung von Posteingängen oder Maileingängen. Von daher würde ich jetzt auch nicht den Stab über mein Büro brechen. Aber wir werden die Vorgänge untersuchen. Wir werden gucken, wie wir Sicherheitsmechanismen einziehen können, die helfen, sowas in Zukunft zu verhindern. Dankeschön, Boris Pistorius.